Hallo YouTube, willkommen zurück bei eurem Don Franke. Jau! Payday 2 Crime Fest Tag 2 ist angebrochen und ja, was gab es Neues? Eigentlich nicht viel. Außer. Na komm, wo hab ich sie? Hier. 5 neue Masken. Die Tiara. Na, woher kennt ihr die? Richtig. Ukrainische Job. Das hier war unter der Hexenhütte. Ich weiß nicht mal, was das ist. Auf jeden Fall irgendwas uraltes, hässliches. Keine Ahnung. Könnte ich in 50 Jahren sein? Dann ein russischer Hut. Ohne Witz, sowas habe ich zu Hause auch. Und den kann man vielleicht noch gut customization. Bei dem hier glaube ich das nicht. Ein Sputnik-Helm. Ja, den kann man vielleicht auch noch gut reinhauen ins Customization-Ding. Und ja. Und das war's eigentlich. Und dann gibt es nur noch eine weitere Maske. Die haben also uns jetzt 5 Masken gegeben, wovon man 2 gut bearbeiten kann, eine weniger gut und 2 gar nicht. 2 gute, eine weniger gute und 2 überhaupt nicht. Na gut, kommt. Gestalten wir einfach mal hier so eine Maske, das heißt, welches Material? Ansehen. Was habe ich hier sonst noch? Maske ansehen. Material wählen. Maske ansehen. Sieht ein bisschen aus wie ein uralter Ritterhelm. Was zum Fick? Sieht gar nicht so schlecht aus, aber nein. Auge. Das sieht man nicht schlecht aus, aber kompletter Bullshit. Ich fronte mehr als ein Fernsehtestbild. Patriot, was haben wir noch? Das sieht doch ziemlich geil aus. Und dann jetzt ein Muster. Oh nee. Eine Farbe. Jetzt habe ich irgendwie schwarz. Schwarz-rot. Maske ansehen. Ah. Sieht gar nicht so schlecht aus, aber. Was zum Fick? Warum sollte. Nein! Kein Muster. So sieht sie am besten aus, meiner Meinung nach. Ja. Maske ansehen. Hier, Clover, setz mal das Ding auf. Ja, sieht nicht schlecht aus. Aber am besten kommt natürlich für Clover die Tiara. Ja, so muss das sein. Ja, immer noch besser als auf Bonnie. Maske gestalten, was haben wir hier? Total pink, schwarz. Wie sieht das hier eigentlich aus? Sieht nicht schlecht aus. Ist halt alles irgendwie nicht so das Wahre zum Bearbeiten, wie ihr hier sehen könnt. Cactus don't glow, toast. Toast. Toll, sieht aus wie Backstein. Simblo, was haben wir hier? Ah, nee. Das sieht am besten aus, wenn sie einfach nur so getragen wird. Das ist nämlich die Tiara, die wir hier die wir geklaut haben. Jo. Das war's eigentlich schon. Die Masken sind frei verfügbar. Unter normal. Hier Baby Jenga, Russian Head. Sputnik, Tiara und die Vlad Amor. Also Tiara, Baby Jenga, Maschinett, Sputnik, Vlad Amor. Jo, und das war's eigentlich schon mit dem heutigen Video. Recht kurzes, kleines Update. Ja gut, sie haben jetzt dafür gesorgt, dass irgendwie crashte manchmal das Spiel, wenn man die... Na, wo hab ich's? Wenn man hier die
Shotguns, Shotguns, Shotguns. Wenn man die Predator verwendet und wenn man die M1014 verwendet. Aber da aus beiden die Scheiße rausgenervt wurde, habe ich es nicht wirklich gespielt. Ja. So, dann sage ich mal tschüss. Bis zum nächsten Update. Man sieht sich und auf Wiedersehen.